Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es jetzt Teil 2 und zwar habe ich so Online-Paletten. Also BH Cosmetics kann man ja mittlerweile auch im DM kaufen, aber halt eben nicht alles. Vielleicht habt ihr sogar was zu Hause. Heute wird es um meine Frühlingspaletten gehen. Frühling, Sommer, sowas, Schrägstrich. Ich würde eher sagen Frühling, weil im Sommer schminkt sich der eine oder andere eher weniger, so wie ich. Ich schmink mich im Sommer kaum, deswegen verfluche ich den Sommer, weil er immer verdammt heiß ist in Freiburg. Und ja. Genau, da verzichte ich lieber. Aber in dem Frühling kann ich nochmal so ein bisschen auf die Kacke hauen und kann schauen, was mag ich lieber. Und da, das ist der Stapel, den ich euch vorstelle. Und ja, wir fangen an mit der ersten Palette. Das ist die Ultimate bei Islay Tisdale Beach Goddess. Die habe ich aufgehoben, die habe ich schon eine ganze Weile, weil ich finde, dass mit dieser einen Palette alles abgedeckt ist. Ich kann mein Go-To-Make-up machen und fertig. Also deswegen, sie war eine ganze Zeit lang in meinen Schminktäschchen, habe ich sie mitgeführt. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt, könnt ihr das gerne mal in die, in die Haare schmieren, nein, in die Kommentare schreiben. Und ja, ich habe sie sehr gemocht, weil man damit alles machen konnte. Und das ist eben die erste, die Islay Tisdale rausgebracht hat. Und ja, die fand ich ganz cool. Vielleicht habt ihr sie ja noch da. Ich weiß es nicht, ob sie noch verfügbar ist. Aber mir geht es ja darum, dass ihr so ungefähr, ja, einen Plan habt oder guckt. Ach ja, stimmt, die Palette hatte ich. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man so Schminksammlungen durchgeht, dann merkt man oft, ach, die Dinge habe ich eigentlich auch zu Hause. Und so kriegt man einfach das, so wird das Interesse an den alten Sachen auch, wie nennt man das, geregt, erregt. Ja, die Interesse wird einfach größer, diese Palette auch weiterhin zu benutzen. Dann kommen wir mal mit zu einer etwas neueren, aber doch eher vom letzten Jahr, Shen XO, der Remix-Palette. Sie hat schon mal eine gehabt, das war diese hier. Und hatte noch 9 Lidschatten. Mochte ich nicht. Ich mochte keine Lidschatten mit einem Pinsel auftragen, mag ich bis heute nicht. Mir geht es um diese Seite. Ich finde die verrückt. Ich finde die dezent. Ich finde, man kann das wirklich sehr, sehr schön auftragen. Ich hatte auch schon mal ein Video dazu gemacht. Versuche ich mal zu verlinken, wenn ich daran denke. Ja, zu der Shane XO Palette. Ich finde, die hat ganz, ganz tolle lila Töne, tolles Pink. Ja, so ein bisschen dezent. Und dann dieses, habe ich noch nie benutzt. Dieses, keine Ahnung, das ist so ein Moff-Ton. Aber wenn man die zwei zum Beispiel benutzt und dann eher so ein Gloss, durchsichtigen Lipgloss, sieht das bestimmt ganz, ganz toll aus. Also man kann wirklich, oder so ein Peach-Ton finde ich auch richtig, richtig schön. Das schimmert so wunderbar. Gefällt mir richtig gut für den Sommer und für den Frühling. Also ich würde eher sagen, so Frühlingspaletten, mal Sommer, kann ich euch im Moment nichts empfehlen, weil ich nicht weiß, wie die Temperaturen sein werden. Ob ich mich dann großartig schminke, ich glaube nicht. Das mache ich fast jedes Jahr nicht. Also jedes Jahr sage ich, nee, es ist mir einfach zu heiß. Mir läuft die Brühe runter und ich habe keinen Bock. Also zu Hause geht es noch, da ist etwas kühler. Aber draußen oder im Auto, dann läuft mir einfach der ganze Siff runter. Dann habe ich auch die Mavicon Palette von BH Cosmetics. Die sieht so aus. Ich mag nicht so sehr das Einhorn. Ich habe es ja auch wahrscheinlich deswegen noch nie so richtig benutzt. Ich glaube, ich mache das ab. Meine Tochter feiert es ja, aber jetzt ist es ab. Ich gebe es ihr zum Basteln. Ich glaube, deswegen nervt mich das. Ich finde, es sieht dann aus wie so ein Kinderfarbkasten, aber ich meine, er hat ja, glaube ich, auch kleinere also jüngere Zuschauer, nicht kleinere. Ich meine, so an sich ist die Palette echt goldig und gefällt mir auch. Also mir ist auch eigentlich das Packaging scheißegal. Es sollte gut pigmentiert sein und das hat sie. Man hat neutrale Paletten und man hat so Eyecatcher, so wie diese Farbe, wenn man sie am unteren Wimperkranz aufträgt. Absolut frühlingstauglich, absolut geil, wenn man das einfach, ja, wenn man das einfach an den unteren Wimpernkranz gibt oder als eben als Liner auslaufen lässt, je nachdem, wie man halt Bock hat. Oder auch so ein bisschen lila, ja, außen. Also es kann ja schon knallen. Dann sollte man die Lippen natürlich zurückhalten. Ich zum Beispiel habe immer die Schwierigkeit mit dem Lippenstift, dass der so ein bisschen immer ausläuft. Oder bei Lipliner, bei Lipgloss. Ich habe dann lieber Liquid Lipstick. Oftmals ist es mir aber dann doch zu schwer. Also setze ich immer meistens den Fokus auf meinen Augen. Aber wie ihr wollt, ihr könnt ja variieren, wie ihr wollt für den Frühling. Ich wollte euch nur ein bisschen Anregungen geben. Dann einer meiner neuesten Paletten ist diese Zodiac Aries. Ich glaube, das war, was war denn das? Stier, ne? Ich glaube, das war Stier.
Bin mir gar nicht mal so sicher. So sieht die aus. Eigentlich an sich nicht ganz so. Ja, es könnte auch eine Herbstpalette sein. Aber es gibt hier ein paar Farben, die für mich echt frühlingstauglich sind. Vor allen Dingen das Lachs hier unten. Dann das Orange. Gold geht eh immer. Und dann haben wir noch hier so ein dunkleres Orange. Das sind so die Farben, die mich einfach in dem Frühling und Sommer ansprechen. Den habe ich noch nicht gesagt. So sieht es dann aus und ich finde, das ist, macht einfach was her. So einen bronzigen Look, ja, also Bronzer oder man macht Bronzer auf die Augen, ja, und dann ein bisschen Orange rein. Das sieht so, so schön aus. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Frühlingslook machen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was für Paletten ihr habt. Und wozu ich einen Look schminken soll, damit ihr vielleicht auch eine Inspiration habt. Ja, genau. Dann habe ich von Beach Cosmetics noch diese Palette hier. Das ist die 26 Neutrals, 26 Color Eyeshadow. Eigentlich sind es 20 Lidschatten und 6 Blushes. Die gab es schon mal in Schwarz oder gibt es noch. Ich finde, das ist wirklich eine Frühlingspalette. Wenn man die hat, dann ist man wirklich ausgestattet mit Blushes und den unteren Bereich. Ne? Ich finde das absolut Frühlings-Sommer-Palette wirklich. Also für mich eine große, große Liebe. Und ich wollte sie ausmisten, weil sie halt eben so groß ist, weil ich große Paletten nicht nutze. Aber sollte ich mal irgendwo Sommer hin, dann wäre ich damit ja vollkommen zufrieden und vollkommen ausgestattet. Also bleibt sie. Dann habe ich die Zodiac. Die finde ich auch sehr, sehr schön für den Frühling und Sommer. Love Science. Also ich würde nicht sagen unbedingt, dass diese ganz dunklen Töne was sind, aber hier gibt es so pastellige und gerade diese pastelligen und hellen und ja, dieses Rosa zum Beispiel, das Türkis, dann haben wir noch eine Rosa, dann haben wir noch Orange. Schaut mal, das sind richtige schöne pastellige Töne, die man super für den Frühling nutzen kann. Wirklich so ganz, ganz zart, aber schimmernd auf den Augen. Absolute große Empfehlung von mir. Auch die Matten sind gut. Ja. Einfach ein Bronzer in die Lidfalte und ein von den aus bewegliche Lid. Und ihr seid fertig. Ihr seid fertig, könnt ein Gloss drauf machen und to go. Also wirklich auch eine Empfehlung von mir. Dann haben wir die Festival-Palette. Es passt ja einfach im Sommer, ne? Und im Frühling. Da fangen die Festivals ja meistens an. Ja, da gibt es auch ein paar gedeckte Töne, aber auch eher so, ja, hier so ein Lachston, dann gibt es hier noch so ein Gold, ja, grünliches Gold, dann haben wir hier so ein wunderbares Grün. Es ist einfach, ja, es sind, würde ich sagen, eher so, wie soll ich sagen, eher so zarte Töne. Es sind keine Knallerfarben, ja, es ist eher so ins Pastellige, gerade auch das Lila und. Dann haben wir eben hier das wunderschöne Grün noch, dieses Elektronik. Das ist so ein zartes Grün. Wie gesagt, es ist wirklich so frühlingstauglich. Man muss sich ja nicht alle Töne auf die Lider klatschen. Sucht euch einen Ton aus, probiert es mit einem Ton aus, dass ihr euch den einfach zart am unteren Wimpernkranz oder aufs bewegliche Lid. Das sieht bestimmt toll aus. Vor allen Dingen, wenn ihr braune Augen habt, dann könnt ihr echt alles tragen. Alles, alles, Mädels. Knallt drauf das Zeug. Imogenation der Eyeshadow-Palette von der Liebens, keine Ahnung von wem sie ist. Wahrscheinlich von ihr. Wahrscheinlich heißt sie so wie ihr Name. Da. Das sind ein paar Frühlingsfarben drin und ganz viel neutralen Kram. Diese Palette sieht auch wirklich schön aus. Ist Plastik. Karton bevorzuge ich irgendwie. Es ist dann nicht so schwer vom Transport her. Ich meine, ich schleppe die Paletten jetzt eh nicht mit. Aber das wäre auch so Frühlingsfarben, ne? Orange, Gelb, hier helles Blau, dann so ein zartes Rosé, dann wieder so ein Champagner. Ich finde so Bronze, Champagner, Orange. Alles so in die wärmere Richtung. Einfach absolut genial auf den Augen. Ich schmeiß ein paar Hüllen weg. Also. Paar behalte ich, also gerade bei der Festival, die saut sonst so viel rum. Also die hat so ein komisches gummiertes Zeug, das finde ich nicht so schön. Also das war nicht so drüber nachgedacht. Dann habe ich noch eine ja, Make-up Revolution Soft X Palette. Und zwar ist es die Spice. Extra Spice.
Da gibt es auch ganz, ganz tolle Töne. Man kann sie natürlich auch fürs ganze Jahr nutzen. Ich hatte sie vor 2 oder 3 Jahren mit in Hamburg oder letztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube sogar letztes Jahr. Ich bin mir da jetzt nicht mal so sicher, aber die hatte ich mit und die habe ich ein paar Mal benutzt. Zwar nicht so oft, wie ich mir gedacht habe, weil ich in Hamburg was mir zugelegt habe und da habe ich die Töne benutzt. Aber wie gesagt, ist auch wieder ein Rödel, ein Rot, Orange, also so in die warme Richtung gehen. Gar nicht so viel für den unteren Wimpernkranz, wie ich finde. Da finde ich die Soft X Palette, die erste, eher für den Sommer noch oder für den Frühling geeignet, weil sie eben diese Lachstöne und Gold und Hell und Pastell hat sie mehr zur Verfügung, sage ich mal, als die hier. Ja. Die hat auch vom Inhalt ist da auch viel, viel weniger drin. Da sind 24 Gramm drin ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Und hier sind 18 mal 0,8 und hier sind 24 Lidschatten drin und hier sind nur 18 drin bei der Spice. Dann haben wir die Mrs. Bella Palette, die ich auch sehr, sehr schön finde von so Frühling. Den habe ich auch so ab März als getragen. Finde ich wirklich fantastische Töne. Ich mag sie nach wie vor, nutze es aber echt so selten. Also weil eben dieser Golddigger, oder wie er auch da heißt, ein toller Champagnerton ist für die beweglichen Lieder, aber auch diese zarten Bellaton und Glamcocoa. Glamcocoa liebe ich ja. Das sind zum Beispiel so tolle Farben, die man echt im Frühling tragen kann. Und wenn man dann noch so ein Orange in die Lidfalte setzt, dann sieht es einfach klasse aus. Oder so ein Braun, ja. Also da gibt es ja auch genug, um zu entscheiden, wofür man, ja, in welchem Bereich man geht. Deswegen kann ich es euch absolut empfehlen. Und hier ist auch dieses Unreal, dieser Highlighter, die, ja, in so lila. Den kann man super gerne auch auf die Lider packen. Dann hat man noch ein bisschen mehr Farbe. Auch ein absoluter frühlingstauglicher Look. Auch alle vier Lidschatten zusammen. Alles aufs Lid ballern, was nur geht. Es gibt kein Morgen mehr, alles drauf. Und dann haben wir die Miss Ray Ray oder It's My Ray Ray, die Nummer 2. Da sind ein paar Farben, ja, frühlingstauglich, würde ich sagen, und ein paar eher so für den Herbst. Also ihr seht ja schon diese pastellenhellen Töne. Zum Beispiel das Gelb. Könnte ich euch empfehlen. Vielleicht habt ihr sie euch gerade gekauft, ne? Und denkt so, oh, ich habe nichts Frühlingstaugliches. Ich zeige euch das, was frühlingstauglich ist. Ich mache sie gleich kaputt. Ich sehe das schon kommen. Ja, dann haben wir hier wunderschönes Roségold, was richtig toll für den Frühling geeignet ist. Dann dieses Gold an sich. Ja, dann Lila geht auch noch. Ist zwar so ein bisschen gedeckt, aber das könnte man ja ganz leicht in die Lidfalte geben und dann so mit so einem Gold oder dieses wunderschöne Roségold auf die Lider packen. Man kann einen One-Shadow-Look machen. Wie gesagt, da ist jetzt nicht so viel dabei, wie ich finde. Blau geht ja auch immer. Dieses Blau kann man auch benutzen. Also diese Palette ist so ein nicht ganz so frühlingstauglich, aber ich dachte, vielleicht habt ihr sie erst vor kurzem geholt und probiert sie nochmal aus. Dann haben wir die alte Festival-Palette, wie ich finde, die besser ein bisschen gelungen ist als die vom Packaging. Gefallen mir beide. Oh, die fallen mir gleich alle runter. Vom Packaging gefallen sie mir beide. Ich muss sagen, aber hier finde ich irgendwie die Töne unsortierter. Ich weiß es nicht. Mit der wusste ich auch am Anfang nicht so richtig anzufangen. Tatsächlich auch alltagstauglich. Zwar nur ein Look so ungefähr, aber immer dasselbe. Aber doch finde ich sehr, sehr sommertauglich. Ein wunderschönes Gelbgold. Dann haben wir Champagner, dann wieder so ein Roségold, dann Lachs, dann Rosé, dann Orange, ja. Dann so lila, pink, blau, blass kariert. Also wirklich, wenn ihr die noch da habt, versucht mal mit ihr einen wunderschönen Frühlingslook zu schminken. Und wenn ihr das tatsächlich macht, dann ja, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht bei Instagram schicken oder mich gerne auf dem Bild verlinken. Ich gucke es mir super gerne an. Ich liebe das, einfach Looks anzuschauen. Und auch, wenn ihr Videos dazu macht, gerne, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich schaue mir jedes Video einzeln an. Dann haben wir noch die letzten zwei Paletten. Einmal die Glam Reflection Gilded. Ich hoffe, das ist richtig. Die sieht so aus. Die gibt es auch mittlerweile beim DM, habe ich gehört.
Gesehen habe ich es nicht. Mein DM ist immer so lahmarschig. Aber wie gesagt, eher so in die pastellige Richtung, in diese orange-ocker, lachsfarbene Richtung. Wirklich super schön. Dann haben wir hier so ein wunderschönes Rosé-Gold wieder und ein Gelb-Gold. Also wie ich finde, diese Palette ist auch super geeignet dafür, dass man einfach einen wunderschönen Look zaubert mit ihr und für den Frühling einfach on the go ist. Man kann da einfach super tolle Looks schminken. Ja, die Pigmentierung lässt für sich sprechen, auf jeden Fall ein Schatz. Und der letzte aus meiner Sammlung ist dieses Wild Chilled von BH Cosmetics. Das ist das hier. Das sind nur gebackene Lidschattentöne. Wie ich finde, auch frühlingstauglich. Natürlich nicht alle Farben, aber die meisten aus dieser Palette. Zum Beispiel das Lila würde ich jetzt nicht so, weil das ist schon ziemlich dunkel dann. Also so richtig schwarz eigentlich schon fast. Also man erkennt dann nicht mehr so viel von Lila, sondern es geht eher schon in die dunkle Richtung. Aber ich meinte eben diese zarten Töne aus dieser Palette. So, die hier außer Lila. So, das sind so Frühlings. Töne für mich, einfach dieses Rosé. Ja, wie ich finde, auch gut pigmentiert und tolle, tolle gebackene Lidschatten. Ich hoffe, die gibt es noch bei BH Cosmetics oder ihr habt sie sogar zu Hause, ist noch besser. Ja, jetzt bin ich aber auch fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt, ich mache auch demnächst noch ein High-End-Favorit für mich für die Frühlingszeit, für die Sommer. Ja. Gucke ich einfach durch und dann natürlich Colourpop. Colourpop darf nicht fehlen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Lidschatten ich habe von Colourpop. Colourpop, meine Palettensammlung. Glaube ich, muss ich demnächst mal abdrehen. Absolute Liebe. Da kommt mein Herz höher. Also gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen Paletten gerne auf meinem Kanal sehen wollt. Ich kann natürlich nicht zu jeder einen einzelnen Look schminken. Schade drum. Aber so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten wieder. Ciao!